gottgleiches Wesen, gefangen in einen menschlichen Körper. Zunächst konnte er sich nicht an sein voriges Leben erinnern, doch dann gab es einen besonderen Vorfall, der alles ändern sollte. Seitdem ist er auf der Jagd auf alle möglichen Kreaturen, die er finden kann, um ihre Seelen zu stehlen. Er besiegte eine Kreatur nach der anderen, bis er selbst den König der Kreaturen besiegt hatte. Kreaturen und Menschen mussten sich zusammenschließen, um eine Chance gegen ihn zu haben. Doch das half alles nichts. Beinahe mit Leichtigkeit schaffte er es, ins SCP-Hauptquartier einzudringen. Dort drin tötete er fast alle bekannten Creepypasta und SCP-Kreaturen und fast alle Soldaten dieser Organisation. Das ging so lange weiter, bis das SCP-Hauptquartier schließlich in die Luft flog. Doch 4 Personen konnten entkommen. Ein Junge namens Alex Nadesa, sein Vater Eugen Nadesa, seine Freundin Jana Hall und die letzte Creepypasta-Kreatur, Jess the Killer. Gemeinsam suchen sie jetzt nach einem Weg, Something Worse zu vernichten, bevor es zu spät ist. Weil ich jemandem versprochen habe, so viele Leben zu retten, wie ich kann, und weil ich nicht will, dass du stirbst. Du bist vielleicht die letzte lebende Creepypasta-Kreatur. Und außerdem bist du ein Mensch wie ich. Gott sei Dank. Es geht dir gut. Hast du einen Hinweis zu Something Worse gefunden? Offenbar bekommt man keine zweite Chance. Warum sonst glaubst du, habe ich dich, deinen Vater und das Mädchen am Leben gelassen? Hier. Der gehört zu einem unbenutzten Versorgungsraum im Keller. Nehmen Sie ihn und verschwinden Sie. Dionys Apokemeleum. Dass du irgendwann auftauchst, war klar. Sag mir, wie man den Fluch bricht, der auf mir lastet. Sag mir, wie ich mein Dasein als Mensch hinter mir lassen kann.